Herzlich willkommen in meiner Anti-Aging-Küche. Heute habe ich für Sie vorbereitet ein Zucchini-Auberginen-Curry. Da haben wir Zwiebeln klein geschnitten, da haben wir Zucchini etwas gröber geschnitten, da haben wir Auberginen etwas gröber geschnitten. Ich habe das jetzt nicht gesalzen, ich mache es halt so. Und dann habe ich ein paar Paprika noch, die ersten, also die schon reif werden. Man kann jetzt selbstverständlich auch noch Karotten dazu tun, aber das ist nicht die Lieblingsspeise meines Mannes, also lasse ich das einfach weg. Dann habe ich Tomatensauce selbst gemacht. Sie können auch frische pürierte Tomaten nehmen. Salz, Pfeffer, Chili zum Würzen. Ich habe ganz frische Kräuter vom Garten. Was Sie finden, da ist drin Petersilie, Thymian, Dost ist drin. Und ich nehme immer noch gern ein bisschen Kümmel dazu zu dem Curry. Das Ganze wird jetzt wieder in der Pfanne scharf angebraten, alle einzelnen Gemüsestücke, und dann zusammengefügt in einen Topf, abgeschmeckt, und dann kann man servieren. Okay, dann starten wir. Wie immer, wenn was scharf angebraten wird, nicht ständig umrühren. Später dann einfach einmal nachschauen, ob es schon gebräunt hat. Und dann ist es soweit auch fertig. So, die Zwiebeln haben jetzt Röstaromen angenommen. Ich tue die jetzt zur Seite. Und lege gleich nochmal mit Gemüse nach. Das Kokosöl, das ist so fest worden bei der Temperatur, das kann man gleich rausschütten. Und hier machen wir es ganz genau wieder. Die Zucchini einfach anrösten lassen. Man sieht dann oben, wenn sie etwas glasig sind, dann ist es gut so. Die Zucchini, die sind jetzt auch angebraten. Tun wir auch gleich zur Seite wieder. Dann kommen gleich die Paprika rein. Brauchen nicht so lang, weil die sind etwas kleiner und auch nicht so viel. Dann lassen wir die Paprika auch zu den Kolleginnen an Gemüse. Dann haben wir bloß noch eines, das sind die Auberginen, aber da brauchen wir jetzt ein bisschen Fett wieder. Und los geht's. So, die Auberginen, die sind jetzt auch in dem Fett schön scharf angebraten. Ich benutze natürlich immer oberste Stufe von der Platte, weil so geht es am besten. Jetzt führen wir das ganze Gemüse zusammen in ein Curry. Da habe ich bereits einen Topf hergerichtet. Wechseln wir bloß den Topf und da kommt es jetzt gleich schon mal da rein. So, dann das Übrige auch, was wir auf die Seite gestellt haben. So. Und jetzt tue ich gleich die Tomatensauce, die habe ich natürlich von meinen Tomaten eingeweckt auch. Die ist schon gewürzt, die tue ich da auch noch dazu. Vielleicht muss man aber auch ein bisschen Brühe nochmal nachschütten. Oder Sie nehmen frische pürierte Tomaten, das geht auch. Und jetzt kann man natürlich die Temperatur zurücknehmen. Man kann selbstverständlich auch noch etwas Tomatenmark dazugeben. Dann wird es etwas intensiver von der Farbe. Ich habe jetzt da aus. Ich probiere mal, ob das Gemüse wirklich ganz durch ist.
5 Minuten lassen wir es einfach noch so köcheln. Dazu gebe ich den Deckel drauf. Sie schauen halt selber, weil das, was man daheim hat, die Herdplatte, der Topf, da muss man immer dann selber schauen, ist das Gemüse soweit durch und das mit dieser und damit können wir das dann noch regulieren. Okay, schauen wir in 5 Minuten wieder weiter. Ja, dann schauen wir doch mal nach, ob das Gemüse soweit durch ist. Ich habe es vorher schon probiert. Das kann man so lassen und dann schmecken wir das einfach einmal ab. Wir fangen mal wieder mit Salz an. Vorsichtig, einen knappen Teelöffel, etwas Pfeffer. Wir tun ein bisschen Chili-Gewürz rein, Chili-Pulver rein. Das entscheiden Sie selber, ob Sie es mögen oder nicht. Dann habe ich gesagt, ich mache gern einfach einen Kümmel. Den hätte ich mir auch mitkochen können vorher. So, und meine Gewürze, nicht zu sparsam umgehen damit. Und man kann natürlich, wenn es zu fest ist, Brühe aufgießen bis zur gewünschten Konsistenz. Das ist jetzt eher eintopfmäßig, ja, so wie ich das eigentlich wollte auch, aber manche wollen es ein bisschen flüssiger. Dann kann man ohne weiteres Brühe nachgießen. So, schauen wir mal. Also es ist ein frischer Eintopf und eine Prise, wirklich eine ganz kleine Prise Salz. So. Und dann wird es mir so gefallen. Es hat auch ein schönes, wenn Sie es dann sehen, so wie jetzt ein ganz schönes Farbenspiel. Ist es hell, ist es dunkel, ist die Paprika, kommt noch zur Geltung. Ich finde, das ist also sehr ansprechend. Und man könnte jetzt, das ist eine ganz tolle Hauptmahlzeit, könnte es sein. Es kann aber auch eine Beilage sein und dann essen Sie einfach noch was dazu. Entweder Vollkornreis, Hirse, diese Sachen. Und jetzt kann man ein frisches Topping drüber geben und wer möchte, einen Schlag Creme Fraiche. Ja, das rundet das Ganze ab. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Nachmachen. Das ist einfach auch wieder ein leichtes Essen. Es macht nicht viel Arbeit und man kann es auch aufheben für ein paar Tage im Kühlschrank und dann einfach nochmal geben. Und man könnte jetzt durchaus, wenn man sagt, nee, das zweite Mal mag ich so nicht mehr essen, man kann das Ganze durchaus auch pürieren und als super leckere Gemüsesuppe zum Beispiel am Abend einnehmen. Ja? Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie meinen Kanal und zeigen es mir, wenn Sie gefällt drücken. Alles Gute wünsche ich Ihnen, bis zum nächsten Mal, bleiben Sie gesund.